Mein Name ist Karl Rasch. Die Freigabe dieser Akten ist meine letzte Amtshandlung als Präsident von Hargreave Rasch Biochemical. Hören Sie bitte gut zu. Sie müssen die Wahrheit kennen. Die Außerirdischen, die wir Seth nennen, sind seit Millionen von Jahren hier. Wir entdeckten sie während des Tunguska-Ereignisses und nahmen uns ihre Technologie. Mit dem gestohlenen Wissen gründeten wir diese Firma. Wir bildeten das Raptor-Team und schickten es daraufhin nach Lingshan, um unser experimentelles Exoskelett einem Feldtest zu unterziehen. Der Teamleader, Prophet, wusste mehr als die anderen, aber auch er wusste nicht alles. Der Nanosuit besteht aus Alien-Material. Wir hatten keine Ahnung, dass er die schlafenden Seth rufen würde. Das war der erste Krieg gegen die Aliens. Nur zwei Raptors überlebten. Prophet und Psycho. Prophet war danach verändert. Für immer von den Seth befleckt. Immerhin hatten wir überlebt. Aber die Aliens waren nicht geschlagen. Sie passten sich der Umgebung an und attackierten uns erneut. Prophet bekämpfte sie in New York und entwickelte seine Nanosuit zu einer unfassbaren Waffe. Aber die Alien-Kontamination brachte ihn den Seth noch näher. Und so tauschte er sein verderbtes Fleisch und wandte ihre eigene Waffe gegen die Seth, um ihre Truppen zu vernichten. Aber er wurde verraten. Cell, der militärische Arm dieses Unternehmens. Sie ließen sich für den Sieg in New York feiern. Und jetzt greifen sie in Washington nach der Macht. Die Seth sind besiegt. Doch ihre Technologie bleibt tödlich. Cell benutzt diese Technologie, um die Weltwirtschaft zu kontrollieren. Ich bitte Sie nur um eines. Finden Sie Prophet. Er ist gefährlich. Kein Mensch mehr. Aber er kann Cell stoppen. Finden Sie Prophet. Und beten Sie zu Gott, dass er uns ein allerletztes Mal rettet.